Hey-Fans, hier ist der Gira Quick Tip. Heute alle Infos zum Pokémon Go Community Day im Februar mit FM. Los geht's! Der nächste große Community Day steht in Pokémon Go ins Haus und diesmal ist es wieder ein Kandidat wie Carpador und Velosi, eine 400-Bonbon-Entwicklung. FM ist der Star des Februar Sea Days, welcher am Sonntag, den 5. Februar von 14 bis 17 Uhr Ortszeit stattfindet. Zu dieser Zeit können wir dieses rare Flug- und Drache-Pokémon in rauen Mengen fangen und haben eine stark erhöhte Chance, auf ein Shiny zu treffen. Shiny FM und seine Entwicklung Uhafnia gibt es bereits seit dem Halloween-Event 2022 und ist daher nicht wirklich neu. Allerdings war es bisher schwer zu finden und meist nur aus Eiern erhältlich oder sehr rar in der Wildnis zu fangen. Beide Shinies sehen richtig nifty aus und ich denke, viele Spieler werden sich freuen, ein paar von ihnen am Sea Day zu fangen. Die Shiny-Chance zum Event wird wie gewohnt auf 1 zu 25 erhöht. Wie schon erwähnt, benötigen wir 400 Bonbons, um FM zu Uhafnir zu entwickeln, was unter normalen Umständen schon eine Herausforderung ist. Daher sollte man natürlich alle Register ziehen, um an diesem Tank so viele FM wie möglich zu fangen. Bei guten Spawnpunkten und aktivem Rauch lassen sich in den 3 Stunden sicher mindestens 400 bis 800 Pokémon fangen, was schon zu einigen Bonbons führt. Um die Ausbeute noch zu erhöhen, sollte man natürlich Sananabären beim Fang verwenden und ein aktives Mega-Pokémon von Typ Flug oder Drache dabei haben. Diese erhöhen die Bonbon-Ausbeute, die Chance auf XL-Bonbons und die Erfahrungspunkte, je nachdem auf welchem Mega-Level es sich befindet. Wir haben für den FM der eine riesige Auswahl an Megas. Mega Glurak X oder Y, Mega Ampharos, Mega Taubos, Mega Brutalanda, Mega Latios oder Latias, Mega Gewaldro, Mega Altaria oder Mega Aerodactyl. Es lohnt sich also, bevor es mit dem Fangen losgeht, eines davon zu entwickeln. Achtet aber darauf, dass es zumindest das High Level erreicht hat, um die Boni einzustreichen. Uhafnir erhält, wenn es sich zu diesem Event bis 22 Uhr entwickelt, Zugang zu der neuen Ladeattacke Überschallknall vom Typ Normal. Diese war früher Uhafnirs Spezialattacke, inzwischen können aber viele andere Pokémon sie ebenfalls lernen. Da Überschallknall von Typ Normal ist, wird sie Uhafnir nicht wirklich etwas bringen, da es keinen Step auf sie erhält. Es ist also nur etwas für Sammler, einen wirklichen Mehrwert hat Uhafnir dadurch nicht. Sollte die Attacke irgendwann an Krawumps, Plaudergei oder Dummimiesel gehen, könnte sich das aber ändern. Uhafnir an sich ist leider ein reiner Pokédex-Eintrag und wirklich kein Must-Have. Es hat durchschnittliche Basiswerte und auch seine Attacken lassen viele Wünsche offen. Auch in der GBL ist es kaum zu gebrauchen. Der Community Day an sich wartet wieder mit einigen tollen Boni auf. Wir bekommen den allseits begehrten dreifachen Sternenstaub für das Fangen von Pokémon. Mit aktivem Sternenstück gibt das Ganze 450 Sternenstaub pro Fang. Außerdem gibt es doppelte Fangbonbons sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons. Rauch- und Lockmodule halten, wenn sie während des Events gezündet werden, jeweils 3 Stunden an. Und da man Rauch stapeln kann, kann man so bis zu 24 Stunden Rauchspawns erhalten, wenn man in Bewegung ist. An diesem Tag können wir zwischen 14 und 22 Uhr einen zusätzlichen Spezialtausch machen, also 2 insgesamt. Die Kosten für alle Täusche sind von 14 bis 22 Uhr halbiert und es gibt natürlich auch wieder bis zu 5 Fotobombs von FM aus Schnappschüssen. Um ein Uhafnir auf Level 50 zu bringen, benötigt man 296 XL-Bonbons. Darum sollte man vor allem die FM ab 500 WP und aufwärts fangen. Diese haben eine grundsätzlich höhere Chance, ein XL-Bonbon abzuwerfen, beim Fang und beim Verschicken. Beachtet, dass XL-Bonbons erst Spielern ab Level 31 zur Verfügung stehen. Im Eventzeitraum gibt es wie gewohnt Feldforschungsaufgaben, nämlich Fange 3 FM, für die wir Items und Begegnungen mit dem Pokémon erhalten. Die Chance auf ein Shiny FM mit guten IV sind hier natürlich stark erhöht, also sammelt ein paar davon ein, wenn ihr an Pokestops vorbeikommt. Die Community Day Spezialforschung, Schallwellen schlagen, für 1 Euro ermöglicht ebenfalls diverse Begegnungen mit dem Pokémon des Tages und seiner Entwicklung und jede Menge Items. Diese Spezialforschung könnt ihr wie immer auch an eure Freunde verschenken. Und zu guter Letzt gibt es wieder nach Ende des Events die Bonus-Raid-Kämpfe, in denen diesmal FM bekämpft werden muss. Diese Raids können nur mit Raid- oder Premium-Raid-Pässen bestritten werden. Nach Abschluss eines dieser Raids erscheinen für 30 Minuten weitere FM im 300 Meter Radius rund um die Arena. Diese haben die gleiche Shiny-Chance wie während des eigentlichen Community Days. Eine gute Möglichkeit also,
den C-Day noch etwas zu verlängern. Ich hätte gar nicht erwartet, dass Niantic so kurz nach Halloween schon FM einen C-Day gibt, aber umso besser. Schon jetzt ist 2023 allein für die Community Days viel interessanter als 22. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Fangen und hoffentlich eine gute Sternenstaubausbeute. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, adios otra cosa.